Meine Damen und Herren, ich darf Sie abermals begrüßen zur Einheit 2, und zwar weitere Gesetze neben dem Urheberrecht. Problemstellung: Gibt es neben dem Urheberrecht eigentlich noch andere Gesetze, die wir vor allem im Internet beachten müssen? Das wichtigste Gesetz neben dem Urheberrechtsgesetz, auch in Hinsicht auf die Privatkopie, ist das Verwertungsgesellschaftengesetz aus 2006. Es regelt nämlich im Prinzip, wie die Vergütung, auch mit dieser werden wir uns später noch beschäftigen, die für die Privatkopie abgeführt werden muss und abgeführt wird, und zwar von den Personen, die bei der Privatkopie die Trägermedien verkaufen, abgeführt wird und wie diese zu den Künstlern gelangt. Grundsätzlich kann man hier sagen, einerseits werden diese Verwertungsgesellschaften geregelt in diesem Gesetz und auch andererseits, wie diese Verwertungsgesellschaften diese Vergütung, von der ich eben gesprochen habe, einheben und wie diese dann an die berechtigten Künstler abgeführt wird. Ebenfalls interessant, habe ich bereits angesprochen, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch. Es bildet die Grundlage für das österreichische Zivilrecht. Hier vor allem relevant die hier beide auf das RIS verlinkten Paragraphen 1172 und 1173. Es geht hier um den sogenannten Verlagsvertrag. Das bedeutet also, wann ein Urheber ein Werk schreibt und dieses dann über einen Verlag publiziert. Der Urheber verpflichtet sich eben, sein Werk einem Verleger zu überlassen, und der Verleger verpflichtet sich im Gegenzug dazu, sich dieses Werk zu vervielfältigen und entsprechend zu vertreiben. Ebenfalls für uns interessant, allerdings flankierend, das Datenschutzgesetz 2000. Es ist, wie Sie hier sehen, Umsetzung der Datenschutzrichtlinie der EU. Es geht hier im Wesentlichen um den Schutz von personenbezogenen Daten und auch die Möglichkeit, wann dieser Schutz nicht gegeben ist, diesen Schutz auch entsprechend durchzusetzen. Flankierend dazu genannt werden soll noch das unlautere Wettbewerbsgesetz. Es geht hier um Wettbewerbsverzerrung, die gerade im Bereich zwischen Unternehmen sehr oft auch mit einer Urheberrechtsverletzung übereingeht. Und das Markenschutzgesetz. Es geht hier speziell um den Schutz von Wort- und Bildmarken, die letztlich auch in das Urheberrecht hineinspielen können. Und ebenfalls interessant, das sogenannte E-Commerce-Gesetz, ebenfalls eine Umsetzung einer Richtlinie. Es geht hier letztlich um spezielle Regelungen des Vertragsrechts, also des Rechtsgeschäftsverkehrs im Internet. Schauen wir uns das vielleicht ganz kurz an, nämlich auch, was wird sonst noch, vor allem im Bereich vom E-Commerce-Gesetz, vom Urheberrechtsgesetz und vom Urheberrecht entsprechend berührt. Es ist dies die sogenannte Providerhaftung. Wir unterscheiden im Internet drei Arten von Providern, nämlich Access Provider, also Zugangsanbieter, zum Beispiel Telekommunikationsanbieter, der Content Provider, also jener, der den Inhalt bereitstellt, und der Host Provider, jener, der den Speicherplatz, das Konstrukt für den Host Provider bietet. Wir sehen hier, es gibt im E-Commerce-Gesetz verschiedene Provider-Verantwortlichkeiten. Hier können wir sagen, § 13 E-Commerce-Gesetz, der Access-Provider ist grundsätzlich nicht für den Inhalt verantwortlich, weil er nur eine gewisse Durchleitung betreibt. Anders sieht es teilweise aus beim Host-Provider. Der Host-Provider ist an sich nicht verantwortlich, wenn er die Daten, die bei ihm eingestellt werden, nämlich vom Content-Provider, nicht verändert und unzulässige Inhalte sofort meldet. Das bedeutet, Access- und Host-Provider müssen von sich aus gesehen Seiten nicht von selbst überwachen. Das bedeutet, Sie müssen nicht von vornherein schauen, was die jeweiligen User, also die jeweiligen Content Provider, hier einstellen. Der Host Provider ist also für seine Inhalte und auch die Drittinhalte auf seiner Seite, zum Beispiel Kommentaren, in Foren etc. und so weiter, nicht verantwortlich. Insbesondere bei Foren ist eben der Betreiber als Host Provider zu sehen. Das Gleiche wird auch für soziale Netzwerke gelten. Es gibt dann noch die Verantwortlichkeit für Links. Hier ist grundsätzlich zu sagen, an sich ist ein Link eine dynamische Verweisung. Das bedeutet, dass ein Link grundsätzlich nicht in die Verantwortung eines Site-Betreibers, also des Content-Providers, fallen kann, außer die Seite, auf die verlinkt wird, ist nicht von der eigenen Homepage zu unterscheiden. Das heißt, es ist dem User, der dort auf diese Seite geht, des Content-Providers, nicht klar, dass er dann eine Drittseite betritt bzw. dorthin linkt, ja, dann kann man von einer Verantwortlichkeit ausgehen. Auch ein entsprechender Disclaimer hilft hier nichts. Nichtsdestotrotz, als Tipp für die Praxis, da eben Links dynamische Verweise sind, empfiehlt es sich, diese immer wieder zu überprüfen, denn sollte sich ein unzulässiger Link oder eine Verlinkung auf eine unzulässige Seite finden, ist diese natürlich ab Kenntnisnahme zu entfernen. Ebenfalls so zu sehen, nach § 14 E-Commerce-Gesetz sind Suchmaschinenbetreiber.
Wenn wir uns das Ganze jetzt wieder in a nutshell ansehen, wichtige Normen neben dem Urheberrechtsgesetz: das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das Datenschutzgesetz, UWG, Markenschutzgesetz und das E-Commerce-Gesetz. Und die Verantwortlichkeit für Inhalte im Web orientiert sich eben ganz stark nach dem zuvor genannten Paragraphen des E-Commerce-Gesetzes. Damit darf ich mich wieder für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Auf Wiedersehen.